Eine Kurzpräsentation über die Biosphärenbauern vom Salzburger Lungau. Wir befinden uns hier mitten in der Region Salzburger Lungau. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren ein EEB-Agri-Projekt gestartet, also genauer gesagt im Juni 2018. Das EEB-Agri-Projekt war für uns sehr interessant, weil ausgehend vom Projekt Reinigungsfernmilch, der Salzburgmilch, hat sich dann in unserem Verein ergeben, dass die Bauern eigentlich mehr Betreuung brauchen als über die normalen Schienen läuft. Das heißt, wir befinden uns da in Richtung einer extensiven Bewirtschaftung. Wir haben teilweise nur 2 Schnittzeitpunkte in der Heuernte und einen sehr verminderten Kraftfuttereinsatz. Das heißt, das Besondere am Reinigungsprojekt ist, dass wir nur die Futtermittel aus der Region verwenden dürfen. Wir dürfen nichts zukaufen. Wir dürfen eigentlich nur das verfüttern, was wir selbst produzieren. Und das EEB-Agri-Projekt ist uns von daher sehr entgegengekommen, weil wir eine sehr starke Kooperation mit der HBLF Raumberg Gumpenstein haben, die dieses Projekt auch wissenschaftlich betreut. Und ich fungiere praktisch als Projektbegleitung direkt in der Region für unsere Bauern. Hat den Vorteil, dass wir selbst Reinigungsbetrieb daheim sind. Das heißt, ich betreue sie nicht nur fachlich und wissenschaftlich, sondern ich bin ja selbst als Biobäuerin involviert in dieses Projekt. Alle Entscheidungen und alle Auswirkungen aus dem Projekt betreffen mich eben auch am Heimbetrieb auch. Dadurch ist es für uns eigentlich sehr wichtig, weil die Betreuung der Bauern immer sehr zielgerichtet fungieren kann von meiner Seite her. Ich habe meine Präsentation aufgebaut. Geht nicht weiter. Ja. Erstens haben wir in unsere Innovationsprojekte für unsere Bauern, wo sie allesamt auf über 1000 Meter Seehöhe befinden. Weiters möchte ich dann kurz eingehen auf den UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lunge und seine Bedeutung für unser Projekt und auch für die gesamte Region. Schlussendlich dann eben die innovationsfördernden und innovationshemmenden Bedingungen. So, die Innovationsprojekte für Milchbauern auf über 1000 Meter Seehöhe. Man sieht hier einen schönen Ausblick direkt im Dauerachtal auf die Basilika in Mariapfarr. Und war eben das Reinigungsprojekt Biosphärenmilchprojekt und aus diesem Projekt entstand ist praktisch unser EEB-Projekt Reinigungsprojekt. Das ganz zentrale Thema ist in unserer Arbeit eben das Reinigungsprojekt Biosphärenfleischprojekt, auf das werde ich ein bisschen später noch eingehen. Wie eben der Getreideanbau auf über 1000 Meter Seehöhe. Wir befinden uns im Lungau in einer Art Kessellage, das heißt, wir sind abgeschottet über die Berge eigentlich für die anderen Regionen in Kärnten, in der Steiermark und im westlichen Bundesland in Salzburg. Wir sind eher eine niederschlagsarme Region, begünstigt aber eben diesen Getreideanbau. Der Lungau, der ist immer schon als die Kornkammer Salzburgs bekannt gewesen. Und wir haben hier einen Sortenanbauversuch gestartet in den letzten 3 Jahren über eine Sommergerstenvermehrung, die meistens so zwischen 7 und 8 Hektar im Anbaugebiet betrifft. Ganz wichtig für uns war immer das Braunkehlchen. Das Braunkehlchen ist ein Wiesenbrüter und ist sehr stark vom Aussterben bedroht und hat sich ausgerechnet der Salzburger Lungau, Teile auch vom Pinzgau oben als Brutgebiet ausgesucht. Und das ist für uns interessant, weil ein Großteil unserer Flächen sich eben mit diesen Braunkehlchengebieten auch überschneidet und für das Braunkehlchen ist sehr wichtig ist, zu welchem Zeitraum das wir praktisch mähen. Es hat seinen Brutbeginn im Mai und wann ein sehr früher Schnittzeitpunkt stattfindet, bis mittlerweile landwirtschaftlich ja üblich ist, dass teilweise viermal gemäht wird, dann ist es für das Braunkehlchen eigentlich sehr schwierig, weil es dann wirklich vom Aussterben bedroht ist. Und dadurch, dass das Braunkehlchen ja ein Wiesenbrüter ist und seine Nester nicht irgendwo auf einem Baum baut, sondern direkt in die Flächen und am besten in die saftigsten Wiesen, das heißt in diese Mehrschnittwiesen, ist natürlich sehr gefährdet, einerseits für die Fundzeitpunkte und natürlich andererseits auch für die landwirtschaftliche Technik. Begleitend von der HBLF Raumberg-Gumpenstein ist uns dieses Betriebsmanagement-Tool FarmLife zur Verfügung gestellt worden. Der Herr Dr. Thomas Guckenberger betreut es direkt in Raumberg und ich betreue es in der Region bei den Bauern. FarmLife hat für uns den Vorteil gehabt, dass die Landwirte alle ihre Daten eigentlich in der Betriebsmanagement-Programm eingeben können. Das heißt, wir haben alle Arbeitsschritte, die wir übers Jahr machen, werden dort eingegeben, werden analysiert, werden vor allem bei Kundenstrom ausgewertet und die Bauern kriegen einmal im Jahr eine komplette Betriebsanalyse, wo ihr Betrieb steht, welche Stärken dass sie haben, welche Schwächen dass sie haben, wie die Gesamtbetriebsbilanz auch in den Nährstoffflüssen eigentlich auf ihre Betriebe ist.
wir haben hier noch Bodenproben dazu gemacht und auch die Betriebsauswertung und alles zusammen praktisch gibt dann die Betriebsbilanz für den jeweiligen Landwirt. Es war für viele Bauern eine Herausforderung. Wir haben ältere Bauern dabei, für die war natürlich die Betreuung am Computer über dieses Online-Programm interessant. Da haben wir immer 2 bis 3 Schulungstermine an der landwirtschaftlichen Fachschule gehabt. Und die Auswertungsergebnisse hat der Dr. Guckenberger mit uns online besprochen in der Corona-Zeit und vorbei mit mir, und ich habe es mit den Bauern dann praktisch in weiterer Folge für ihre eigenen Betriebe weiterverfolgt. Große Herausforderung war für uns die innerregionale Zusammenarbeit. Der Lungau ist sehr stark geprägt durch 2 intensivere Täler. Das ist einerseits, wie man am Hintergrundbild sieht, eben dieses Dauchachtal und auf der anderen Seite noch an dieses Murtal. Und in diesen Gunstlagen ist die Landwirtschaft auch vom Getreideanbau eigentlich für die Erträge relativ gut. Wir haben aber auch viele Seitentäler. Und in den Seitentälern ist ein Getreideanbau eben nicht möglich gewesen. Oder nur sehr bedingt mit sehr wenig Ertrag. Jetzt haben die Landwirte aus den Gunstlagen, also praktisch aus dem Dauach und aus dem Murtal, Getreide anbauen müssen für unsere reine Lungau-Betriebe. Und die haben das praktisch von ihnen dann erworben. Nun war die große Herausforderung in der regionalen Zusammenarbeit, dass wir einerseits diesen Kraftfutterbedarf aus der Region zur Verfügung stellen können und andererseits im ersten Jahr haben wir eine leichte Preisexplosion auch gesehen, dass diese Landwirte, die nicht reine Lungau-Betriebe waren, aber Biobetriebe und diesen Getreideanbau forciert haben, natürlich sich vom Preis auch ein bisschen gespürt haben. Das haben wir aber binnen einem Jahr eigentlich relativ gut in den Griff gekriegt. Wichtig für uns war eben auch die Zusammenarbeit von Bauern bis zum Manager. Wir arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Einer der wichtigsten Kooperationspartner ist natürlich die HBLF Raumberg-Gumpenstein für uns. Wichtig ist auch das Management vom UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau. Und interessant natürlich auch, gerade über die Biodiversitätsflächen, über den Braunkehlchenschutz, war die Zusammenarbeit mit WWF Österreich, mit BirdLife Österreich und mit der Naturschutzabteilung vom Land Salzburg. Man sieht hier nochmal ganz deutlich unser Fleischprojekt. Wir haben es jetzt 3 Jahre intensiv betrieben. Es ist gleich zu Beginn vom Projekt relativ stark umgegangen. Wir haben im Jahr 2018 hauptsächlich Rohkühe geliefert. Das heißt, wir sind da in der Klassifizierung von Euro. Haben praktisch diese Milchkuh, die sie ausgedient hat, auf die Metro Österreich als Partner weitervertrieben. Haben dann aber auch gesehen, durch die 6 Wochen bedingte Reifezeit, dass Fleischklassifizierung mit der Klasse O für uns nicht relevant ist. Unser Maßziel ist mittlerweile R3, das war es dann auch praktisch in der Reifeperiode. Es hat sich relativ gut entwickelt. Im Jahr 2019 haben wir großteils schon R3-Kühe liefern können, haben teilweise schon Tendenz in die nächste Handelsklasse auf U3 gehabt. Und das Jahr 2020, da haben wir gestern die 3. Fleischlieferung auf die Metro geliefert. Die war sehr erfreulich, weil wir heute Auswertungsergebnisse gekriegt haben, sind wir wieder im Bereich R3. Ist natürlich Corona-bedingt, ist uns jetzt ein halbes Jahr ausgefallen. Im Schnitt liefern wir 6 bis 8 Schlachtkühe pro Monat. Und für die Bauern war natürlich die große Herausforderung, dass diese alte Kuh plötzlich eine wertvolle Kuh ist. Das heißt, meistens ist die Milchkuh, wenn sie in der Milchproduktion ausgedient hat, relativ bald vom landwirtschaftlichen Betrieb weg, weil sie im Grunde ein Defizit ja bringt. Unsere Kühe brauchen eine weitere Maßperiode von 3 bis 5 Monaten, bis dass sie diese Fleischabdeckung, diese Fettabdeckung von der Handelsklasse R3 erreichen. Das heißt, die Kuh verbleibt noch länger am Betrieb und die Kuh muss weitergefüttert werden als wie eine fast hochlaktierende Milchkuh. Und das im Denken der Landwirte, das hat 2 Jahre gedauert, bis das so weit war. Dass diese alte Kuh plötzlich wieder an Wert kriegt und noch länger am Betrieb verbleiben muss und gleich gefüttert werden muss wie eine Milchkuh, aber momentan keinen Ertrag bringt, das war für uns im Jahr 2018, 2019 einmal eine große Herausforderung, auch in der Betreuung der Landwirte. Man sieht hier die Entwicklung. Der Preis für die Schlachtkuh im Jahr 2018 haben wir einen Durchschnittspreis, das ist jetzt exklusive Steuer, von 1.600 Euro, eben bedingt durch viele O-Kühe gehabt. Im Jahr 2019 haben wir dann diese Steigerung gehabt auf über 2.000 Euro je Schlachtkuh. Und momentan im Jahr 2020 hat es auf 1.840 Euro eingependelt. Kämen jetzt natürlich die Ergebnisse dann noch für die restlichen Monate September bis Dezember dazu. Wenn es wen interessiert, die Metro hat es in ihrer Zeitschrift im Core Metro vorgestellt, dieses Projekt. Ich habe unten den Link eingefügt. Das kann man sich dann gerne anschauen, so ein 6-Seiten-Bericht. Frau Bodinger, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja, ich bin gleich fertig. Danke. Zum
möchte noch ganz kurz aufs Braunkehlchen eingehen. Das sind diese Wiesenstreifen, Unrandstreifen und die Biodiversitätsflächen. Und in der Grafik sieht man die Braunkehlchengebiete, das ist jetzt nochmal der Lungau eben. Man sieht ja ganz deutlich diese Gunstlagen eben entlang vom Mitterberg. Das heißt, da haben wir das Dauerachtal und da haben wir das Murtal. So, Biosphärenpark war für uns vorher sehr interessant, weil wir das ja in der Vermarktung sehr stark forciert haben. Wir haben ungefähr im Lungau 1000 Quadratkilometer mit 20.000 Einwohnern. Das Besondere war eben, dass wir alle über 1000 Meter Seehöhe liegen. Die Grundsätze waren eben, dass wir gemeinsam das erhalten, dass wir das weiterentwickeln und partizipieren. Und durch diese wenig Schnitte, diese Futtergrenzen, was wir haben, ist die Kulturlandschaft natürlich auch in ihrer Vielfalt bewahrt worden und weiterentwickelt. Innovationsfördernden Bedingungen waren für uns eben diese regionalen Unterschiede. Die Zusammenarbeit ist notwendig geworden. Kann man vielleicht zu Beginn als innovationshemmend sehen, hat sich mittlerweile als sehr fördernd gezeigt. Ich sage es so, bringen Sie mal 57 Bauern und 30 Getreidebauern auf einen Tisch, bringen Sie einen Preis zusammen und bringen Sie das so weit, dass diese Zusammenarbeit seit 3 Jahren funktioniert. Ich glaube, das haben wir relativ gut hingebracht. Und war für uns alle herausfordernd, aber es hat sich ein wahnsinniger Zusammenhalt in der Region durch dieses Projekt entwickelt, da jeder eigentlich irgendwo profitiert hat und jeder vom anderen ein bisschen abhängig war. Und das ist für uns sehr interessant gewesen, weil eine sehr starke Strömung eigentlich da war, dass die Region vermarktet wird, dass wir da gemeinsam was auf die Füße stellen. Das Fleischprojekt, das liegt sehr stark in unserer Bauernhand, das machen rein wir mit der Metro. Und da hat sich ein großer regionaler Stolz eigentlich entwickelt, dass wir das geschafft haben. Wie man vorher gesehen hat, das Fleischbrot ist ja fast der doppelte Preis der regulären Schlachtkur. Und auf das sind unsere Bauern eigentlich schon sehr stolz, dass wir das auf den Markt gebracht haben. Und es ja recht gut etabliert hat, also es geht relativ gut. Eben, ich bin eh gerade eingegangen, die alten Kurs wertvolle Kurse gebracht, die Wertschöpfung. Kette in der Region ist sehr gut. Und innovationshemmend war für uns das Dürrejahr 2019. Wir haben teilweise nur einen Schnitt praktisch an den Betrieben gehabt und haben gerade in die Seitentäler auch Gebiete gehabt, wo überhaupt kein Futter mehr gewesen ist. Da war wieder eben diese Zusammenarbeit in der Region notwendig, dass andere Biobetriebe, die reine Lungau-Betriebe praktisch ausgeglichen haben mit Futtermitteln und das Projekt dadurch nicht gefährdet war und wir weitermachen haben konnten. In der letzten Folie sehen Sie noch einen Ausblick auf den Lungau. Man sieht einerseits das Sauerachtal und andererseits das Murtal. Das sind eben unsere Kunstlagen. Danke, das war es soweit von mir gewesen.